Ich kann nicht mitgehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das benebelt, wenn du glaubst, das war eine Grille. Luca! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Habe ich schon nicht vor. Ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet. Perfekt. Zombie Apocalypse. Echo 3-1 an Bravo 06. Tunnel eingestürzt. Statusbericht. Wir sind auf uns gestellt. Wie in alten Zeiten. Aber wir sind nicht allein. Wir sind in der Wolfshöhle. Stolperdrähte, pass auf. Und damit hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Geflichtenrunde. Let's Play Call of Duty Modern Warfare in der 2019... Dann schafft. Behalte die Granate. 2019er Fassung. Ihr wisst Bescheid. Und ich will euch gar nicht großartig voll quatschen. Wir legen einfach direkt los. Langsam. Sie verstecken sich überall. Stimmen. Weißt du das? Nein. Aber sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen an der Falle vorbei. Wir entschärfen die. Entschärft. Wir haben eine Semtex. Das Problem ist, wir sehen nichts. Also ich sehe noch weniger als ihr wahrscheinlich. Ihr wisst ja. Softboxen. Arschell auf einem dunklen Monitor. Kommt nicht geil. Noch ein Stolperdraht. Vorsicht. Ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich da in die Richtung, oder? Geh, Alex. Ich geb dir Deckung. Aha. Lol. Die erwarten uns. Läufer erledigt. Wir sollten unsere Waffe vielleicht nachladen. Gib mir mal deine Waffe, du Bimbo. Sicher. Gehen wir weiter. Ich komme zu dir. Ich sehe einen. Die Nische. Danke. Was haben wir denn hier? Ich würde jetzt ungern hier aufstehen wollen, ehrlich gesagt. Wir haben einen Kontrollpunkt erreicht, dann können wir auch aufstehen. Okay, hier ist ein bisschen Licht, Freunde. Hübsch, hübsch. So stelle ich mir das bei Osama Bin Laden zu Hause vor, wenn er noch leben würde. Den hat es ja komplett zerlegt, zu Recht meiner Meinung nach. Wenn wir hier schon bei Terroristen zu Hause sind, dann sollte man vielleicht auch darüber sprechen dürfen. Bye-bye Monetarisierung. War nett mit dir. Okay, es war einfach nur ein Schein. Geh nach links. Augen auf das Dach. Was für ein Dach? Das Dach. Wow! Ey, ist denn eine Falle gefallen? Wie nice. Überaus charmant, Freunde. Diese Dunkelheit hier unten, die macht mir tatsächlich ein bisschen zu schaffen. Was geht ab, Mann? Kauf den ultimativen Enten-Merch. Oh, Kontrollpunkt erreicht. Wir haben aber auch nichts, was uns weiterhilft, ne? Ich drücke hier auf Nachtsicht.
Ja, dann scheint hier wohl nichts weiter zu sein. Zumindest auf der Seite. Hier ist zu. Ja, dann gehen wir nach rechts, oder? Geh nach rechts. Hat geklappt. Das Problem ist, dass ich halt auch ein paar Steps hier höre. Aber es könnten... Wollt der sich hier ransnitschen? Was ist der Cap mit dem Bengel, Alter? Please. Nicht sehr nett. Echt nicht. Recht gesichert. Richtiges Snitch. Okay, alles klar. Wir sind sicher. Gut. Dann wäre es jetzt Zeit für anständige Festtagsbeleuchtung. Und hier geht's nicht weiter, ne? Das war klar. Ja, gut, Fahrer, dann lass es. Welche Benzin? Hungerhorn! Ich hätte nahen! Wenn du Benzin riechst, dann haben die hier wahrscheinlich die. Benzinfalle! Zurück! Wow! Bist du verletzt? Alles okay. Wir müssen daran vorbei. Sieht aus, als könnten wir durchkriechen. Fang an zu kriechen. Ich gebe Deckung. Oh ja, ich krieche, meine Herren. Alles klar. Hol die Peitsche raus. Kutsch. Geh vor. Ja. Ich bin gleich hinter dir. Warum hast du die Herren gebracht? Das klingt schmutzig. Ich wollte herkommen. Geh jetzt. Ich kann hier nicht finden. Komm mit uns, Hadir. Nein, dafür ist es jetzt zu spät. Zeig dein Gesicht und stirb. Harald, bitte. Diese Menschen wollen uns doch helfen. Du bist ein Lügner und Verräter. Du hörst mich. Du wirst sehen. Hadir. Hadir! Müssen wir den jetzt gleich ein Ernstes erschießen, oder wie läuft das? Er hat sich täuschen lassen, der gute Hadir. Hadir! Trink gern Bier! Oh, Entschuldigung. Der war voll schlecht. Deine Mama macht Yalla! Für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr Yalla. So. Wir werden mal die Schrotze austauschen gegen ein vernünftiges Gedöns hier. Nice. Kontrollpunkt erreicht. Also aktuell kommen wir hier easy peasy first try durch. Läuft bei uns, würde ich mal behaupten, oder? Wir haben ihn. Genau, warnt eure Bumsbeutel. Eure Bumsbrüder. Ist nämlich angenehmer, euch über den Haufen zu ballern, wenn ihr alle schön in einer Reihe da steht. War das jetzt fies? Ja, ein bisschen, ne?
glaube nicht, dass ich den erwischt habe. Doch, haben wir wohl. Sie sind da drin. Schön. Das war geil. Mit dem Scheinwerfer, das war jetzt Gold wert, weil ganz ehrlich. Achtung. Was? Achtung. Es ist ruhig. Zu ruhig. Los. Ihr dürft übrigens gerne euer echtes Licht anmachen, ne? Ich erwische euch sowieso. Aha, Stolperdrähte. Naja, was heißt Stolperdrähte, ne? Sprengfallen. Müssen wir nur gucken. Ah, wir sollten nicht aufstehen. Die haben alles verdrahtet. Also wenn wir hier was auslösen, ne, dann macht das hier richtig bumm. Alter! Stepp hier nicht so rum, Mädel! Fuck! So viel zum Thema First Try. Scheiße. Das war böse! Los! Wie weit muss ich denn jetzt wieder da lang laufen? Laufen wir hier gerade falsch oder was? Ich raff's gerade nicht so wirklich. Nö, wir haben Kontrollpunkt erreicht, also hat's wohl geklappt. Wir können hier nicht aufstehen. Ja, dann Sack in Dreck und auf geht's, oder? Ne, wir sind die ganze Zeit in eine falsche Richtung gelaufen, glaube ich. GG, Alter. Ja. Alles gerade in die falsche Richtung. Ja, Fahrer, komm. Wieder ein Kontrollpunkt erreicht. Man sieht aber auch so bekackt. Gut, das ist der Laden. Guck mal, wie er da am Campen ist. Fang. Oh, geil. Alternative Entschärfung. Das war eine Errungenschaft sogar. Ey, das ist ja nice. Wir müssen aber trotzdem aufpassen. Schade, dass die Semtex nicht an seinem Arsch kleben geblieben ist. Das wäre lustig. Es wäre zwar ein ziemlich fieser Mord, muss ich ja zugeben, ne? Aber ganz ehrlich, drauf geschissen. Ey, wir hätten von vornherein hier durchgekonnt. GG, Ares. G fucking G. Okay, Fahrer. Oh, hier ist Licht.
Okay, jetzt müssen wir uns aufschlitzen. Wow! Ist das böse! Oh, ist das böse! Alter! Ein MG, ja, direkt im Gegner. Au! Kannst du ihn flankieren? Versuch ich jetzt. Wow! Das wird jetzt noch mal ein bisschen tricky Disco. Tricky Disco. Ups. Sorry. Das war jetzt vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig. Ich gebe es ja zu. Aber ganz ehrlich, ich hab mit dem G aufs Entchen geballert. Das macht man auch nicht. Also echt mal. Holy. Als ob das Spiel genau diese Scheiße mit einberechnet hat, dass wir hier lang müssen. In den Hohn! Liegen bleiben. Das. Mach doch. Das MG ist ausgeschaltet. Hi. Wo willst du hin? Müssen wir da lang, Mädel? Kontrollpunkt erreicht. Alles okay? Bleib da. Ich komme zu dir runter. Nein. Bleib an dir dran. Ich finde einen Weg rauf. Pass da unten auf dich auf. Nee. Ja, wow. Super. Gemein. Warum zum Fick ist hier unten ein Teddybär? Alter, die haben hier ein komplettes Tunnelsystem aufgebaut, ne? Jetzt mal ernsthaft. 3-1-0-6, over. An alle Stationen, hier ist Echo 3-1, blinde Übertragung. Ziel ist noch in den Tunnel, verfolge. Irgendwie ja nicht. Okay, schieben. Dann wollen wir mal. Schieb! Nice, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Aber ganz ehrlich, ne, so laut wie das jetzt gerade war, haben das die ganzen Terroristen gehört. Ja, aber jetzt... Geil, Baby! Leuchte mir den Weg! Geil! Okay, ich glaube, wir können da gefahrenlos runter. Die westliche Welt glaubt, uns kaufen zu können. Das können sie nicht. Die Supermacht kann man kaufen. Wir sind nur die Käufer. Wir nehmen Waffen und behalten sie. Für immer. Aber wir besitzen sie. Nicht umgekehrt. Es ist einfach, für das zu sterben,
Oh, fuck you. Da kann ich nicht bleiben. Wir werden nie Gefangene einer fremden Macht sein. Ja, dafür gibt es einen Preis, den wir gerne bezahlen. Mit Blut. Mit dem Blut der Feinde. Vielleicht müssen wir hin. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss da hoch. Ah, lol, ich hab's kapiert. Mach. Ich hol dir gleich was. Die Zeit wird knapp. Schneller, schneller, schneller. Hier muss irgendwas sein, das ich benutzen kann. Lösungsansatz. Ares the Brain hat gesprochen, Digga. Jetzt aber. Wo willst du hin? Die Party findet hier statt. Ha, was geht ab? Maslow. Hoch, hoch. Fuck you. Wir werden nie Gefangene einer fremden Macht sein. Hier kann ich nicht bleiben. Hoch! Wir müssen echt aufpassen. Oh mein Gott! Du bleibst hier. Rache ist aber ganz, ganz schlechtes Motiv, mein Freund. Scheiße, was denn jetzt? Ich muss darauf. Ja, nur wie? Wir haben keine Zeit. Aber auch nichts, was mir hilft. Ich muss da hoch. Ja. Das war's. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Ne, wie soll ich da hochkommen? Die Zeit wird knapp. Das ist mein Problem, ja. Da. Die nächste Leiter. Die wär's gewesen. Da war noch eine Leiter. Habt ihr das gerade gesehen? Nein, 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 nein! Oh, geil, Fahrer, Junge! Bebe! Jo! Sieh, Bebe! Danke, Fahrer. Hier lang. Geiler Scheiß. Ihr seid weit gekommen. Aber was ihr sucht, ist schon weg. Das ist der Wolf. Da vorne. Fieser Cliffhanger, wir sind am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt meine weiteren Projekte aus. Werden euch mit Sicherheit gefallen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao.